Willkommen zu der anstrengendsten Woche meines Lebens, aber gleichzeitig auch die coolste. Und ihr seid dabei. Ich könnte probieren zu erklären, was wir alles tun werden, aber erst mal ein paar Tage in Berlin, dann Hamburg, dann Karneval in Köln. Let's go. Jetzt haben wir Mittwoch. Wir gehen kurz einkaufen, Halloween-Kostüm holen für... Halloween-Kostüm war früher. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Karneval-Kostüm holen für Köln mit Cengo und Lauri. Und dann noch ein bisschen shoppen einfach. Was sagst du dazu, dass du jetzt 2 Monate zu spät mir mein Geschenk gibst? Ja, wir haben uns nicht gesehen und Julian wollte den Uber schicken. Also sorry, aber es ist ja respektlos. Frechheit. Ja. Okay, anscheinend haben wir die falsche Hülle geholt. Sie hat eine Hülle fürs 14er geholt, aber ich habe 14 Pro Max. Kannst du bitte die Sprachnachricht ein? Ich habe die jetzt. Ich habe schon sowieso eine. 2. Kannst du bitte die Sprachnachricht einblenden, in der du mir sagst, ich wünsche mir eine Hülle für einen 14er? Nee, ich schneide raus. Extra, damit du Copyright bekommst, damit du was sagst. So, das ist für deinen Vlog. Was willst du sagen? Es ist so viel schwerer als auf PlayStation. Ja, natürlich ist es schwerer. Du rauchst E-Kost, du eklige. Und du auch. Das riecht nach Pupsi da. Ich darf. Ich darf auch, weil ich bin der Chef von Neukölln. Das ist Berlin! Das ist wie Benzin! Jetzt gehen wir zu Nina Tschuber Listening Session. Die zeigt uns ihr Album, das glaube ich in 2 Wochen rauskommt. So, wir sind jetzt hier bei Sony im Office, aber Cengo hat gesagt, ich darf da drin nicht, wir dürfen nicht filmen, ne? Also ich habe meine Cam extra jetzt nicht mitgenommen, weil mir wurde vorher geschrieben, war klar, dass mir extra geschrieben wird, war wahrscheinlich so eine extra Notiz, die bei Cengo hingeschrieben haben, dass man nicht filmen darf. Weil er ist ja jetzt YouTuber. Ne, von Nina ist auch, dass Nina Chua ist das Cover noch nicht released, also man weiß das Cover, also so viele Sachen so, man soll das halt nicht filmen. Okay, ich guck mal, was man filmen kann. Ich guck, was geht. Nina Tschuber Listening Session ist vorbei. Folgendes ist passiert. Sie hat gesagt, dass sie verliebt ist und dann ist Cengo zusammengebrochen. Ja, ich glaube nicht, dass sie mich meint. Nina, was willst du denn? Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie beim Marvel. So, wir haben Donnerstagmorgen. Ich habe das ganze Gepäck mit, weil nach dem Dreh mit Nico Santos gehen wir direkt nach Hamburg. Das wird so ein Struggle. Ich hoffe, das klappt alles. Und Deutsche Bahn verkackt nicht. Was? Sehr wahrscheinlich passieren wird. Okay, es sieht irgendwie aus wie ein Sexshop, aber es ist eigentlich eine Karaoke-Bar. Kriegt die Kamera was noch? Ja, das ist voll gut. Nee, wir sind jetzt in so einer Karaoke. Wie heißt das? Weil der soll ja nicht. Also, Nico Santos weiß nicht, was passiert. Ach du Kacke. Hallo? Ja, Cengo ist jetzt hier. Nico Santos weiß nicht, dass wir hier sind. Und ich glaube, dann. Wir setzen uns so gegenüber voneinander und dann fällt so ein. Wie heißt das? Ein. Vorhang. So ein Vorhang fällt einfach runter. Und dann sieht er uns erst dann. Also jetzt müssen wir die Schnauze halten und warten, bis es losgeht. Jawohl! Bribelparagraf ab. So, wir sind angekommen. Wir haben genau 10 Minuten Zeit, umzuziehen. Der geht so zur Premiere, kann man machen. Ja, ist jetzt ganz normales, entspanntes Zimmer. Ich nehme halt diesen... Supervlogger. Was denn? Das ist ein ganz normales, entspanntes Zimmer. Was ist denn sonst? Das schmeckt wie ein Gedicht. Also ich weiß jetzt nicht. Nicht schmeckt, aber schmeckt wie Ballety. So, Plan ist wie folgt: Wir chillen jetzt hier erstmal, bis der Cast hier ist. Dann drehe ich mit denen 1-2 Spiele. Flaschen drehen. Ich hoffe, Cengo darf Nina Tschuber küssen. Nina? Mein Handy lädt gerade, weil ich die ganze Zeit Storys machen muss. Und ich fühle mich jetzt so komisch ohne. Was? Geh mir hier auf den Sack hier. Hast du Handyspiele? Dieser kleine Cousin, wenn er dein Handy sieht. So, Leute. So ein Bild sein mit dir auf diesem roten Teppich. So, Leute, wir sind hier jetzt hier beim blauen Teppich, nicht roten Teppich. Mission failed. We'll get them next time. Amazon Prime. Cheese. Wir fetzen jetzt hier. Nein, hör auf. Im Einkaufswagen. Er muss mich dann hier gleich über den roten Teppich, blauen Teppich hier schieben. Und das ist mein Job, Alter. Sehr entspannt. Wie viel kriege ich von der Gage dafür ab jetzt hier, dass ich das mache? Wir können uns einigen auf 2 Bier. 2 Bier gebe ich dir. Sag ein. Okay. Passt. Wir sind jetzt YouTuber, was sagst du dazu? Sony ZV1, beste Kamera, Vlogging-Kit, Sony, you know. Hast du schon mal was mit einem Kollegen oder einer Kollegin angefangen? Das ist es. Mitarbeiterin? Nee, safe, Kollegen, Influencer-Kollegen. Ach so, noch so nach, so. Vielleicht. Ja, wer? Ganz alle gut, das hat sich auf jeden Fall geändert. Außer Cengo? Ah, scheiße. Süß. Was muss ich machen, damit ich so eine Jawline bekomme wie du? Ich finde meine Jawline gar nicht so krass, aber Schatz, danke. Wir sind das Erste. Außerdem ist es nicht. Alter, was ist das denn? Was ist es nicht? Was ist es nicht?
Boah, das mag ich ja gar nicht. Das mache ich ja gar nicht. Lade ich halt nie hoch. Außer Schlagerparaden. Das gibt mir ja auch Mühe bei meinen Videos. Fehlmal. Ich glaube, es geht schon wieder. Ich mach dann einfach fette Haftbefehl-Sound drüber. Das ist funny, weil es ja dann nicht die Musik, die zum Tanz passt. Wir sind zurück auf dem Hotelzimmer. Premiere ist vorbei. War super witzig, Leute. Wirklich, also ich weiß, ich ist auch. Prime Video ist mein Partner, aber Alter, die Serie hat uns so auseinandergenommen. Jetzt haben wir genau 7 Stunden Zeit zu schlafen. Dann geht 6 Uhr morgens auf den Zug. Und es ist mit Chango das Bett ein. Alter, der Typ schnarcht. Tschüss! Also für Kontext, es ist 7 Uhr morgens. Es ist 7.39 Uhr. Das ist viel zu früh. Viel zu früh? Alter. Nee, komm. Leute, ihr müsst so voll sein, dass ihr dann immer aus dem Zug steigen würdet. 7.44 Uhr. Einer will Tristan. Okay, wir haben einen Podcast aufgenommen. Wir sind jetzt bei Finn in der Wohnung. Ich werde nicht liegen, wo der wohnt oder so. Aber jetzt Plan folgendes. Wir haben schon 4 Bier getrunken im Podcast. Also ich jedenfalls. Und Alter, das wird so anstrengend, ne? Boah, Alter. Schon nur am Bahnhof da rumzulaufen, alles full, aber ich hab richtig Bock auf Karneval. Let's go. Hallo. Das ist Finn, das Hi. Ist Daniel. Das sind heute unsere Begleitpersonen. Schoki-Fan. Was ist das? Was ist das? Sag mal ehrlich. Als was ist er verkleidet? Als was bist du verkleidet? Jetzt Auflösung. Vector von Ich einfach unverbesserlich. Okay, ich als Top Gun Pilot. Ich bin Disco-Pumper. Und Security gleichzeitig. Achso, und du? SEK. Ist auch alles fest. Ist von mir übrigens. Das ist mein Kostüm. Auch nicht schlecht. Hallo, ich bin Finn. Ich bin hier in Orange angezogen, als ob er mich nicht sieht. Sind die alle sehr runter. Ich hab eine Panikattacke bekommen, Junge. Ich dachte, ich bin alleine hier. Wieso? Es ist hier einfach abgesperrt. Wieso ist das hier abgesperrt? Ich komm nicht mal zum Club. Ich komm nicht mal zu meinem Club hin. Veronica ist da. Wir müssen zu Veronica. Wir müssen zu Veronica. Hä? Wer ist Veronica? Ich meine Veronica. Ach, du meinst Veronica. 10 Bier. Aber du bist ganz was haben wir gerade gegessen? Eine Pizza. Was will man mehr, ne? Ich sag euch, es ist witzig, aber anstrengend. Ist anstrengend. Guck mal, wo der wieder hängt. Der hängt da hinten. Der ist schon da weg. Alex, tatsächlich heute mal ausnahmsweise nicht. Kann passieren. Du bist im Bild, mein Junge. Was? Ja. Mehr trinken. Django, ist jetzt wieder an dem Punkt. Ich meine das so ernst, Edeka, ne? 5 Tage, schön von Montags bis Freitag. Bin ist nach Hause. Ich bin gebrochen. Wieso denn? Oh nein! Ja, das habe ich mir gerade selber drauf gemacht. Ich weiß nicht, was ich so. Karneval, super anstrengend. Super witzig, aber super anstrengend. Ja, ist kein Problem, ich schlafe gerne auf der Couch. Hast du Decke oder muss ich so einen Tisch nehmen oder so einen Karton oder so? Ich kann so einen Fernseher nehmen. Ah ja, perfekt. Ja, ne, super. Bis morgen. Heide. Tja. Uber ist bestellt. Es ist 7.50 Uhr morgens. Es ist so fucking kalt, Digga. Das war Karneval witzig auf jeden Fall. War also sehr unterhaltsam. Aber irgendwann ist mit den Menschen schon ein bisschen viel, ein bisschen anstrengend. Kennst du soziale Batterie? War bei mir auf jeden Fall irgendwann zu Ende. Jetzt fährt ich nach München, wie gesagt, fürs NFL-Spiel. Hoffen wir einfach mal, dass wir den Flug bekommen, weil ich warte die ganze Zeit schon, dass hier mal ein Uber kommt. Das ist schon über 10 Minuten. Anscheinend ist es in Köln nicht so gut wie in Berlin. So, wir sind jetzt hier in München angekommen. Ich bin jetzt im Hotel. Ich bin ja hier mit EA, Madden. Und die gehen jetzt ein kleines NFL-Turnier spielen, also halt ein Madden-Turnier. Und danach gehen wir noch in die Stadt, ein Run-Event. Ich zeige euch einfach mal kurz. So my first opponent is... I'm gonna beat your ass. I'm Olli Lindman, I'm from Finland. Should I roll back the clip in from the beginning? Nah, don't roll the clip, delete it. Ich habe das jetzt irgendwie gewonnen, überraschenderweise. Das war mein erstes Spiel. Richtig überzeugend sogar, 23-15 oder so. Von dem her, wir sind im Halbfinale und es geht halt da hinten um so ein paar Jerseys und ein paar Schals und so, die hole ich mir jetzt. Alter, wenn ich das gewinne, ohne Erfahrung, alles Amateure hier. Und das hier sind übrigens die Preise, ne? So 2 Schals, Bälle, 2 Jerseys. Also, ich habe noch Chancen, das zu holen. Ich habe ja gesagt, mein Hotel ist übertrieben fancy, 4,5 Sterne Hilton, aber guck dir nur das an. Was ist denn hier los? Ich bin hier drüber gelaufen, ich dachte, das ist ein Spiel. Keine Ahnung, kennt ihr noch diese Kindershow von früher?
Da wo man so drauf, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt euch noch daran erinnern, wir haben bei Nico Santos auch bei einem. Aber der ist irgendwie, glaube ich, noch moderner gewesen. Sorry, Nico. Also, geht's hier rauf. Alter, wie... Oha, Digga. Wie clean ist das denn? Noch ein Kühlschrank oder so? Die ganze Zeit... Ach so, hier kann man zocken, Junge. Digga, das ist so geil. So ein scheiß Tourbus. Hier Poster, hier pennt man ja normalerweise, ne? Also wir müssen jetzt hier nicht pennen. Das sieht auch einfach wie Beton aus. Jeder hat noch so ein kleines Fenster. Was hier vor... Alter. Hä? Wie geil die... Ah, oh, ich passe hier nicht durch die Tür. Warte mal. Mach hier mein Licht. Junge, wie cool ist das denn? Alter, das ist so... Das ist so fucking cool. Ey, vorher schönste Sonne aller Zeiten, richtig Sunkist, jetzt arschkalt, minus 3 Grad. Ich dachte, sie werden die einzigen sein, die so früh da sind. Sag das bitte nochmal. Ich dachte, wir werden die einzigen sein, die so früh da sind. So erinnere ich so viel eigentlich. Vergessen habe, im Querformat aufzunehmen, weil ich durfte die Kamera nicht mit ins Stadion nehmen. Und jetzt haben wir 11 Uhr nach, also abends nach dem Spiel. Ich kann euch vielleicht die Teile zeigen, aber leider nicht im Querformat. Also seid mir nicht böse, aber es ist noch gewöhnungsbedürftig mit diesem Querformat. Ich weiß, so Hochformat war einfach immer cooler. Aber ich glaube, das war erstmal der längste Vlog meines Lebens, sonst muss das irgendjemand schneiden. Ach, scheiße, ich werde das machen müssen.